so viele Krisen zu bewältigen. Oraxia hatte gehofft, die Drachen zu besänftigen, indem sie den letzten Drachengardisten ermorden ließ. Er wurde zwar ermordet, aber ihr konntet seinen Tod rächen und das Anekina Drachenhorn bergen. Die Frage ist nun, was machen wir mit dem Ding? Tja, das müssen wir noch herausfinden. Jedenfalls macht es Lärm, so wie jedes andere Horn. Oder meint ihr nicht auch? Ich weiß, wie man ein Horn erklingen lässt, Fünfkralle. Aber das ist ein Relikt von uralter Magie. Ich will es nicht beschädigen, bevor wir die wahre Bedeutung seiner Macht erfahren haben. Ich werde Tarn noch mehr nachforschen lassen. In der Zwischenzeit haben wir eine andere Sache zu erledigen. Wir? Also ihr meint wir beide? Wir haben eine andere Sache zu erledigen? Katwels Visionen schlagen jetzt häufiger zu, mit großer Dringlichkeit. Tarn glaubt, Sumukfum steht kurz davor, Katwels zerteilten Körper wieder zusammenzusetzen. Ich will, dass ihr ihn aufhaltet. Der Verräter der Legenden darf nicht wiedergeboren werden. Ach, ihr meint Sir Katwels Visionen? Gut, dann schlage ich vor, dass ich nach Sumukfum suche, um ihn davon abzuhalten, Katwel den Verräter wieder zusammenzusetzen. Abnur Tarn hat regelmäßig nach Katwel gesehen. Findet die beiden und hört, ob sie euch sagen können, wo wir Sumukfum finden. In der Zwischenzeit bespreche ich mich mit Garesh Ri und mache mich mit der Geschichte von Kunsari vertraut, bevor wir Tarn beauftragen, mehr über das Drachenhorn zu erfahren. Ja, Kunsari. Ich verstehe nur nicht, warum scheint denn alles auf die Legenden von Kunsari zu verweisen? Legenden und Mythen stellen einen großen Teil dessen dar, wer wir sind, Fünfkralle. Für die Khajiit sind ihre Geschichten nichts als die reinste Wahrheit. Die Wiederkehr der Drachen begann mit den Geschichten von Kunsari und ich erwarte, dass sie dort auch enden wird. Dann könnte auch das Drachenhorn Teil der Geschichte von Kunsari sein. Nein! Kunsari und seine Gemeinschaft von Helden lebten vor der Ankunft der Akaviri in Tamriel. Es waren die Akaviri, aus denen die Drachengarde hervorging und die Geheimnisse des Drachenhorns aufdeckten. Soweit ich es verstehe, war das Sternhafen-Drachenhorn ein Geschenk. Ah, ein Geschenk? Von wem? Vom uralten Orden der Drachengarde, wenn ich mich an das entsinne, was mir der Adept von Sternhafen einst erzählte. Ich schätze, das Gleiche gilt auch für das Anekina-Drachenhorn. Es ist zu schade, dass der Drachengardist, den ihr getroffen habt, nicht lange genug lebte, um euch mehr zu sagen. Ja, das stimmt. Wirklich schade. Könnt ihr mir sonst noch irgendetwas anderes über das Drachenhorn sagen? Legenden und Mythen stellen einen großen Teil dessen dar, wer wir sind, Fünfkralle. Für die Khajiit sind ihre Geschichten nichts als die reinste Wahrheit. Die Wiederkehr der Drachen begann mit den Geschichten von Kunsari und ich erwarte, dass sie dort auch enden wird. Ja, das sagtet ihr schon. Alter Lunke, wagt es nicht, diesen Fuß an meinem Knöchel anzubringen. Das ist Katwels bisher längster Anfall. Vielleicht kann ich... Es reicht. Zeit für eine Abreibung. Bizarre Visionen und zerteilte Körper. Ich hasse Nekromantie. Fünfkralle, Katwel vertraut euch. Sprecht ihr mit ihm. Wer ist da? Gebt laut! Ich will diesen Tunichtguten eine wertvolle Lektion erteilen. Und ja, ich habe vor, dass ihr auch wehtut. Sir Katwell, ich bin es. Erzählt mir, was ist hier los? Was seht ihr? Ah, wunderbar. Ich könnte einen edlen Knappen in der kommenden Schlacht brauchen. Eine Schlacht der Köpfe? Auf jeden Fall hat Sumukfum alle zerstückelten Teile des Verräterkörpers gesammelt. Ich darf nicht zulassen, dass der Nekromant ihn, mich,
wieder zusammensetzt. Ja, wir werden euch helfen, das zu verhindern. Sir Cadwell, erzählt mir, was ihr seht. Wo ist Sumofom jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall eine finstere, bedrohliche Kaverne. Genau die Art von Ort, an der Nekromanten sich gern herumtreiben. Oh, aber hallo. Aufhören. Entschuldigt, edler Knappe, aber ich muss mir mal eben selbst gegen den Kopf treten. Nein, Cadwell, wartet. Tu das nicht. Ich ziehe aus, um diese garstigen Bösewichte aufzuhalten. Tarn, könnt ihr feststellen, wohin Cadwell verschwunden ist? Von all den törichten, unklugen und gänzlich idiotischen Dingen, die Cadwell je getan hat, mag dies das Schlimmste sein. Er hält sich für einen Helden, aber er gibt Sumok Fom genau das, was er braucht. Was er braucht? Was meint ihr damit? Warum braucht Sumok Fom Cadwell? Ich bin kein Fachmann in Nekromantie, aber es ist offenkundig, dass unser Cadwell das letzte Teil ist, das Sumok Fom noch braucht, um den Verräter wieder instand zu setzen. Er hat alle Teile von Cadwells zerstückeltem Körper. Und nun hat ihm Cadwell auch noch die letzte Komponente geliefert. Seine Essenz. Oh, seine Essenz? Meint ihr damit seine Seele? Hat ein Seelenberaubter noch eine Restseele? Ich habe keine Ahnung, wie die Geisteslehren aus dem Reich des Vergessens sich derlei Dinge erklären, doch in dem Cadwell, den wir kennen, muss noch irgendein Körnchen des ursprünglichen Cadwells stecken. Es liegt sehr nahe, dass der Nekromant dieses Körnchen ebenfalls braucht. Wie können wir Cadwell helfen? Wir wissen ja nicht einmal, wo er hin ist. Es ist mir gelungen, Cadwells Portal per Hellsicht auszuspähen, ehe es sich verflüchtigte. Es ist mit einer uralten Krypta in der Narbe verbunden, unweit von Stiche. Macht euch umgehend dorthin auf, der Rest von uns wird seine Vorbereitungen treffen und sich euch schnellstmöglich anschließen. Gut, einverstanden. Ich finde Sumok Foms Unterschlupf in der Narbe und treffe euch dann dort. Ihr habt euch Zeit gelassen. Reden wir. Also diesmal, ich muss sagen, ich habe nicht getrödelt. Warum unterstellt ihr mir immer, ich würde trödeln? Das Reisen hat mir früher nie so viel ausgemacht. Ach ja. Da ihr nun hier seid, können wir mit der Untersuchung der Krypta beginnen. Ach kommt schon, ihr habt euch hierher teleportiert. Wo sind Samarak und Präfekt Carlo? Ich dachte, sie würden uns hier auch treffen. Der Adept und der Präfekt haben sich freiwillig gemeldet, um den Weg auszuspähen. Sie sind nicht zurückgekehrt. Das heißt, es liegt jetzt bei uns. Wir müssen Sumok Fom davon abhalten, Cadwell, den Verräter, wiederzubeleben. Beide sind nicht zurückgekehrt? Ihr glaubt also, Samarak und Carlo ist etwas zugestoßen, richtig? Etwas hat sie an der Rückkehr gehindert. Ich kann nur vermuten, dass die Nekromanten oder ihre Untoten sie erwischt haben. Wo man sie aufgehalten hat, müssen wir durchhalten. Ansonsten kommen Sumok Fom und die Drachen der Erfüllung ihrer Pläne einen Schritt näher. Wir müssen tun, was wir können. Wir dürfen auf keinen Fall Samarak und Carlo aufgeben. Seid kein Narr. Unser oberstes Ziel ist es, Sumok Fom aufzuhalten und ihn daran zu hindern, den Drachen zu helfen. Im Anschluss können wir uns um alles andere sorgen. Wenn wir denn überleben, natürlich. Ich bin kein Narr und ich weiß auch, was unser oberstes Ziel ist. Trotzdem. Also, fangen wir an. Dann mal los. Cadwell, was ist euch zugestoßen? Tarn, alter Kamerad, Sie haben sie mir entrissen.
Ich glaube, das habe ich sowas von vermasselt, alter Freund. Cadwell, bin ich froh, dass wir euch gefunden haben. Erzählt mir, was geschehen ist. Ich öffnete ein Portal. Damit sollte der elendige Sumuk Fom sein Ende finden. Doch er übertrumpfte mich. Der Nekromant stahl meine Essenz und verteilte sie auf verschiedene Ritualstätten in seinem ganzen Versteck. Jetzt bin ich schwach und mein alter Körper wird wiederhergestellt. Wir kümmern uns gleich darum, Sir Cadwell. Wisst ihr, was ist mit Samarak und Präfekt Carlo? Habt ihr sie beide gesehen? Die große Katze und den Kaiserlichen? Sie kamen kurz nach mir an, aber ihnen erging es nicht besser. Ich bin mir nicht sicher, was Sumuk Fom ihnen angetan hat. Ich habe nur hier gestanden und versucht, meine Kraft zurückzugewinnen, um es nochmal zu versuchen. Vielleicht können wir eure gestohlene Energie zurückgewinnen. Wir kümmern uns darum. Auf jeden Fall müssen wir Sumuk Fom aufhalten. Mich wieder aufladen? Eine grandiose Idee. Und ich stimme zu. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Verräter sich den Drachen anschließt. Das erinnert mich daran, wie... Nein, ich kann nicht klar denken. Zu schwach. Ich stehe euch bei, solange ich kann. Ich würde mich aber natürlich lieber mal hinlegen. Tut das. Ruht euch aus, Cadwell. Ich werde Sumuk Foms Ritual, solange ich kann, verzögern. Nehmt Cadwell und seht, ob ihr seine gestohlene Energie bergen könnt. Ah, der gute alte Abnur. Je fieser er einen behandelt, desto mehr weiß man, dass er einen liebt. Ist das so? Ihr habt uns dem Tod überlassen, Carlo. Unser Blut klebt an euren Händen. Ich werde nicht erlauben, dass ihr euch in das Ritual einmischt! Ich werde euch euer Fleisch von den Knochen ziehen! Die leuchtende Wolke, sie hält das Ritual zusammen. Wie erfrischend. Finden wir den Rest von mir und setzen wir alles richtig zusammen. Ihr wart nie stark genug, Samarak. Ich starb, weil ihr schwach gewesen seid. Ein Gebet an die Monde wird euch nicht retten, Katze. Eindringling, noch mehr Futter für das Ritual. Samarak scheitert. Erneut. Willkommen zurück, kleine Energie. Ich habe dich vermisst. Ihr seid ein seniler alter Narr, Halbbruder. Wie konntet ihr so unvorsichtig sein? Die Drachen sind euer Fehler. Eure Vergangenheit wird euch vernichten, Abnur Tarn. Ja.
beseitigt! Diese verdammte Wolke! Oh, das hat aber gesessen. Wusstet ihr, dass ich einmal ein Hochkanzler war? Nein? Wartet, das ist Abnurs Text. Fünf Kralle. Diese hatte nicht viel Zeit. Naladu sollte nicht hier sein. Diese sollte durch die Sande jenseits der Sterne streifen und bereit für den nächsten Sprung sein, anstatt durch dieses stinkende Grabmal zu streifen. Hauptmann Naladu, warum seid ihr hier? Sumok Fum hat Naladu zurückgeholt. Er wollte sie bei seinem elenden Ritual einsetzen, aber tot oder nicht, Naladu ist noch immer eine Soldatin. Seine Anhänger hatten nie eine Chance. Diese spürte etwas. Sie entschied sich, hier noch ein bisschen länger zu warten. Ihr seid noch hier, weil ihr uns helfen wollt. Das Ritual hat Katwells Energie genutzt. Was ist geschehen? Naladu dachte schon, dass die Energiewolke sie an den seltsamen Ritter erinnert, der sich mit Kochgeschirr schmückt. Diese denkt, dass sie einen Teil der Energie in sich aufgenommen hat, als sie den Nekromanten tötete und diesen Teil des Rituals störte. Ich verstehe. Könnt ihr bitte die Energie an Katwell zurückgeben, Naladu? Sie zurückgeben? Vielleicht, aber das wird diese Geisterform sicher zerfetzen. Sei's drum, Naladu gehört nicht mehr in dieses Reich. Richtet Königin Kamira und Garish Ri aus, dass Naladu ihnen Lebwohl sagt. Nun macht euch bereit, seltsamer Ritter. Dies hier gehört euch. Ich danke euch, Naladu. Ruht in Frieden. Ihr meint wirklich, mich aufhalten zu können? Weder ihr noch diese umherstolpernde Leiche habt eine Chance. Leiche? Von wegen. Nur damit ihr es wisst. Ich bin mütterlicherseits gerade mal zu einem Viertelkadaver. Oh, was ist in los? Der gleichen Wirklichkeit kann es keine zwei von euch geben, Seelenberaubter. Je stärker der Verräter wird, desto schwächer werdet ihr. Mein Außenseiter. Erhebt euch und vernichtet meine Scherben. Lasst die Essenz des Todes frei fließen.
Das fühlt sich an, als ob ich dahin schwinde. Oh, was für eine sagenhafte Show. Um den Ork wollte ich mich nach Abschluss meiner Wiederbelebung natürlich persönlich kümmern. Da ich wieder heil bin, gilt es für mich, ein Schicksal zu erfüllen. Also dann! Ich habe immer gehört, dass Eigenschau schwierig ist. Aber mich selbst zu treffen. Niemand stellt gerne fest, dass er ein Fettgegröße war. Versucht es mir nicht vorzuwerfen. Er und ich, wir sind zwei Seiten einer verbogenen Medaille. Nein, Cadwell, ich werfe euch nichts vor. Cadwell, was stimmt mit euch nicht? Ich glaube nicht, dass die Welt mehr als einen Cadwell gleichzeitig ertragen kann. Meine Essenz, ich spüre, wie sie verrinnt. Seltsam. Mit dem Ende kommt auch Klarheit. Ihr werdet versuchen, ihn für mich aufzuhalten. Oder nicht? Ihn aufhalten? Aber sicher doch, Cadwell. Wisst ihr, was für Pläne der Verräter hat? Zu Ende bringen, was ich, vor sehr, sehr langer Zeit begann. Ich erinnere mich, wie wir die Drachen aufgehalten haben. Kunsari und ich. Wir überlisteten Karl Grontid, indem wir seinen Ehrgeiz gegen ihn wendeten. Wir überzeugten ihn, einen Teil seiner Macht in Jodes Kern zu legen. Ihr erinnert euch jetzt? Aber wie konnte das die Drachen aufhalten? Karl Grontid befahl seinen Brüdern, es ihm nachzutun. Sobald sie geschwächt waren, konnten wir sie in den Kolosshallen einsperren. Dann habe ich Kunsari getötet. So verdiente ich mir diesen Namen. Ich wollte die Macht stehlen, aber Anekinas Adepten... Cadwell, bleibt bei mir. Cadwell. Ich bin immer noch hier. Kamira, sie sieht genau wie Anekina aus. So schön. Anekina hat einen Schlüssel für einen besonderen Ort. Dort lernte ich, die Portale zu benutzen. Zum Glück enthauptete und zerschnitt man mich, bevor ich Jodes Kern erreichte. Sprecht weiter. Cadwell. Cadwell, ihr könnt mich noch hören. Ihr werdet mich, ihn, wohl wieder in Stücke hauen müssen. Sagt Kamira, sie hat den Schlüssel und passt auf den kleinen Er auf. Er ist ein gutes Schlachtross. Cadwell! Anekina war eine Mondpriesterin. Könnte das der Schlüssel zum Drachenhorn sein? Der gleiche Gedanke kam mir auch, Königin Kamira. Wartet, hier kommen Taren und die anderen. Fünfkralle, sprecht mit mir. Ich freue mich, euch und die anderen zu sehen, Fünfkralle. Und ich möchte erfahren, was geschehen ist. Halt! Wo ist Cadwell? Cadwell ist, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, verschwunden? Erloschen? Cadwell ist nicht mehr da. Wir haben Smog Foam getötet, aber erst nachdem er den Verräter wiederbeleben konnte. Wir haben versagt. Harm, das ist kein gutes Zeichen. Der Verräter von Kunsari war ein großer Held, der zu einem schrecklichen Bösewicht wurde. Es brauchte sämtliche verbleibenden Champions und die Mondpriester von Anekina, um ihn aufzuhalten. Doch wie hilft die Rückkehr des Verräters den Drachen? Das kann ich euch sagen, weil Cadwell begann sich zu erinnern, bevor er verschwand. Er meinte, der Verräter sucht einen besonderen Ort, um Jodes Kern zu finden. Denn in Jodes Kern wäre die Macht der Drachen verborgen. Ein besonderer Ort?
Das gibt uns nicht viele Anhaltspunkte, Fünfkralle. Hat Cadwell noch etwas darüber erzählt, bevor er verschwand? Ja, das hat er. Er sprach über Anikina. Ihr wäret auch so schön wie sie. Und die Gefangennahme der Drachen. Er sagte, dass ihr den Schlüssel dazu habt. Die uralten Legenden. Ich habe sie studiert. Sie erwähnen Jodes Kern, eine Art Schatzkammer. Kunzari überlistete die Dämonen, indem er ihre Macht dort einlagerte. Aber jetzt wissen wir, dass die Dämonen Drachen waren. Eine Metapher, ja? Was den Schlüssel angeht... Ja, ich habe auch davon gelesen. Die Dämonen, das waren die Drachen? Eine Metapher. Der Schlüssel. Wisst ihr, wovon Cadwell da gesprochen hat? Wir treffen uns alle im Studierzimmer. Ich habe euch etwas zu zeigen. Cadwell sprach von Anekina, einer von Kunzaris Champions, und von einem Schlüssel. Ich glaube, das ist mein Anhänger. Samarak erinnert sich. Eure Mutter trug ihn vor euch. Ist er mehr als ein Andenken, an dem euer Herz hängt? Er verbirgt mich vor magischer Entdeckung. Mutter nahm einen Anhänger in die Hand und flüsterte. Als Kunzari lächelte, bat Anekina die Monde, sich für ihn zu bewegen. Die Ruinen des Schattentanztempels? Ist dort der Verräter hin? Als kleines Kätzchen merkte ich, dass der Anhänger und diese alte Karte miteinander verbunden sind. Ich habe die Geschichten von Kunzari von meiner Mutter gehört. Erwähnte ich, dass sie eine Mondsängerin war, bevor sie meinen Vater heiratete? Sie sagte, der Anhänger gehörte einst Anekina. Ich bin mit Anekina verwandt. Laut den Mondpriestern sogar eine direkte Nachfahrin. Eure Mutter war eine Mondsängerin? Der Ort, der auf der Karte verzeichnet ist, was ist denn da? Eine uralte Ruine. Man nennt sie auch den Schattentanztempel. Aber er ist nicht mehr als ein paar umgestürzte Steine. Trotzdem deutete Cadwell an, dass der Anhänger der Schlüssel wäre, um den Verräter zu finden. Was für Spuren haben wir sonst? Ihr meintet vorhin, dass eure Mutter zu euch sagte, dass Anekina die Monde für Kunzari bewegen konnte. Ja, in Kunzaris Geschichte. Er überlistete die Dämonen, damit sie ihm ihre Macht gaben. Dann bewegte Anekina die Monde, damit er die Macht in Jodes Kern sicher verwahren konnte. Natürlich wissen wir jetzt, dass die Dämonen aus der Geschichte eigentlich Drachen waren. Ja, genau. Könnte es denn sein, dass Cadwell davon sprach? Erzählt mir den Rest der Geschichte. Dank ihres geschwächten Zustands konnte Kunzari die Drachen überlisten und in den Kolosshallen einsperren. Doch einer seiner Gefährten verriet ihn. Er stach ihn von hinten nieder und ging. An den Ort des dunklen Tanzes, um die Dämonenmacht zu stehlen. An den Ort des dunklen Tanzes. Das klingt nach den Schattentanzruinen. Ich schätze, wir müssen diesen Ort untersuchen. Ich glaube, ihr habt recht, Fünfkralle. Der Verräter will wohl zu Ende bringen, was er in uralten Zeiten begann. Doch die Drachen wollen diese Macht auch. Arbeiten sie zusammen? So oder so müssen wir die Tempelruinen erreichen. Ja, und das so schnell wie möglich. Wo sind die Schattentanzruinen? Wie wir auf der Karte gesehen haben, liegen die Ruinen im Vorgebirge östlich der Narbe zwischen Orkru und der Stadt Hakoshe. Wir werden euch dort treffen. Einverstanden. Wir müssen eure Cygnus-Freischärler zum Mondtor schicken, Präfekt Carlo. Stimmt. Wir trainieren schon seit mehr als einem Jahr, um darauf vorbereitet zu sein, unsere Kräfte zu vereinen. Ein Jahr? Aber vor einem Jahr waren wir noch Feinde. Vielleicht.
Doch ich wusste immer, dass wir eines Tages gemeinsam gegen Euraxia kämpfen würden. Hä? Woher wusste er das? Kamira wartet drinnen auf euch. Wenn der über uns kreisende Drache uns erspäht, versuche ich, ihn zu verscheuchen. Samarak wird helfen. Ja, ich bin mir sicher, eure Fäuste werden den Unterschied machen. Wenn mehr hinter diesem uralten Tempel steckt, weiß ich nicht, wie man hineingelangt. Das ist der richtige Ort. Ich spüre es. Doch nichts an dieser Kammer sieht aus, als ob es die Monde bewegen oder einen Pfad zu Jone oder Jode erschaffen könnte. Was übersehen wir, Fünfkralle? Schwer zu sagen. Cadwell sagte, dass der Anhänger der Schlüssel wäre. Vielleicht solltet ihr ihn benutzen? Irgendwie? Und Riddeltar weiß, dass ich alles versucht habe, was mir einfiel. Ich habe ihn vor mich gehalten und voller Inbrunst der Welt präsentiert. Ich habe ihn sogar kräftig geschüttelt, aber nichts ist geschehen. Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun soll. Aber ihr sagtet doch, dass eure Mutter es manchmal in der Hand gehalten hätte und dass sie euch dabei Geschichten erzählte. Vielleicht war es etwas, was sie sagte? Ein Gebet? Meine Erinnerungen und die Geschichten über Kunsari, manchmal vermischen sie sich. Die vielen Nachforschungen haben meinen Geist überfrachtet. Halt! Vielleicht! Ich erinnere mich an eine Sache, die meine Mutter immer sagte. Vielleicht, wenn ich ihre Worte wiederhole, während ich den Anhänger halte. Ja, versucht es. Es kann nicht schaden. Wenn Anekinas Blut ruft, beginnt der Schattentanz. Bei den Monden. Ihr habt einen Pfad geöffnet. Geht ihr schon vor. Samarak und ich erledigen den Drachen dort draußen. Irgendwie. Mögen die Monde über euch wachen. Kommt, Fünfkralle. Mal sehen, wohin das hier führt. Wie wunderschön. Warum war dies so lange verborgen? Oh ja, schaut euch das an. Dieser Ort hat Wächter, wie es scheint. Aber sie konnten den Verräter nicht aufhalten. Die Witterung des Verräters. Er kam hier lang. Dieses Relikt. Seht nach, welchen Reim ihr euch darauf macht, Fünfkralle. Geister erwachen. Der Tempel erkennt mich. Ich werde eingestimmt. Warum tut ihr das? Ich will, was Kunsari verborgen hat. Und ich muss die Monde bewegen, um es zu bekommen. Wenn ein paar Katzen dabei sterben müssen, was soll's? Ihr seid wahnsinnig. So redet ihr mit eurem neuen Gott? Manieren! Ja.
Die Chroniken von Juhari, Kapitel 1. Den Kindern des Jenseits sei versichert, von denen Riddeltar weiß, dass sie in Fleisch gehüllt sind, dass sich in Angesicht der heiligen und triumphierenden Seele der Weg in die Träume zeigen wird. Kapitel 1. Ein Jüngling kam zu uns und fragte mit aller Verehrung Juhari von Weißhand, ob er den Tanz der Schatten lernen könnte, denn er hatte wie viele vor ihm vom großen Tanz von Anekina Schafzunge gehört, der geschätzten Vertrauten von Kunsari. Mit einer vollen Zunge, Plattitüden und Unterwürfigkeit flehte er Juhari an, sein Wissen zu teilen. Denn der Jüngling glaubte, ein Tanz, der die Monde bewegen kann, müsse wunderschön anzusehen sein. Und Juhari schenkte dem Jüngling das Lächeln, das er den Jungen immer schenkte, eines voller Traurigkeit und Mitleid. Er fragte den Jungen, wie lehrt man eine Schlange zu gehen? Wie lehrt man eine Eule ein Feuer zu machen oder einen Affen zu beten? Der Jüngling verstand, was Juhari ihm sagen wollte. Er dankte dem großen Weisen von Weißhand für seine Worte und machte sich auf seinen langen Heimweg. Juhari rief dem Jüngling nach und obwohl der Weise von Weißhand kaum hörbar flüsterte, trug der Wind die Stimme, als käme sie direkt von Jone und Jode. Juhari bot den Jüngling an, sein Wissen über den Tanz mit ihm zu teilen. Der Jüngling war verwirrt. Man konnte eine Schlange nicht lehren, wie man geht. Keine Eule konnte Feuer machen. War das denn nicht damit verglichen worden, wie es sei, den Tanz der Schatten zu lehren? Der Weise von Weißhand nickte. Eine Schlange bleibt immer eine Schlange. Eine Eule immer eine Eule. Aber die Seele kann viele Gestalten haben, obwohl es Lebenszeiten dauern kann, bis sie diese einnimmt. Vielen ist dieser Preis zu hoch und sie werden den Tanz der Schatten nie kennen. Der Jüngling nickte und überlegte, und als Juhari sich in den Tempel des tanzenden Schatten zurückzog, folgte ihm der Jüngling. Noch ein Tempelrelikt. Aktiviert es für mich, Fünfkralle. Das Tempelrelikt, Fünfkralle. Aktiviert es, damit die Einstimmung weitergehen kann. Ja, das mache ich gleich. Wartet einen Augenblick. Was waren denn diese Bilder, die wir da sahen? Die mit dem Verräter und den Mondpriestern? Der Tempel zeigte uns die ferne Vergangenheit. Nachdem der Verräter Kunsari getötet hatte und an diesen heiligen Ort gekommen war, brachte er die Mondpriester um, um seine Einstimmung zu erzwingen. Die Stimmen von Jone und Jode werden schwächer. Aktiviert nun bitte das Relikt. Warum verlangt ihr, dass ich das tue? Könnt ihr das Relikt denn nicht selbst aktivieren? Ich muss das hier ordentlich machen. Als Anekina die Einstimmung vornahm, war Kunsari bei ihr und aktivierte die Relikte. Der Tempel sieht mich als Anekina. Folglich müsst ihr Kunsari sein. Oh, ich spiele die Rolle von Kunsari? Ja, ich habe verstanden, wir haben die Vergangenheit gesehen. Aber wo ist der echte Verräter? Irgendwo vor uns, auf seinem Weg zum Allerheiligsten des Tempels, um die Monde dazu zu bringen, sich zu bewegen. Ich muss meine Einstimmung zu Ende bringen, ehe wir ihm die Stirn bieten. Also lasst uns bitte weitermachen, Fünfkralle. Natürlich. Ich verstehe. Werden die Monde bewegt, kommt es zu einer Mondfinsternis. So öffnet sich der Weg zum Kern von Jode. Es ist fast schon schade, dass Anekinas Getreue sich auf meine Klinge stürzen. Aber nur fast. Die Chroniken von Juhari, Kapitel 2. Den Kindern des Jenseits sei versichert, von denen Riddeltar weiß, dass sie in Fleisch gehüllt sind, dass sich im Angesicht der heiligen und triumphierenden Seele der Weg in die Träume zeigen wird. Kapitel 2.
er war kein Jüngling mehr. Jahre als Akolyt des Weisen von Weißhand hatten ihre Spuren auf seinem Körper hinterlassen. Sein Gesicht, das einst die Vitalität der Jugend gekannt hatte, war nun eingesunken. Sein Fell war matt und rau, da es nicht täglich geölt wurde. Aber die Augen des Akolyten zeigten etwas von Jurari's Weisheit. Obschon diese gedämpft war von den Überbleibseln der Weltlichkeit des Akolyten, der Weise von Weißhand bot ihm Unterstützung, während die Seele seines Akolyten langsam die Gestalt annahm, die sie brauchte, um die Weisheit empfangen zu können. Gemeinsam erlebten sie Mondlicht in seiner destillierten Form und sie beschritten Pfade, die seltsame Winkel durch Orte formten, die sich mit der Traumwelt überschnitten. Aber nie Träume waren. Jurari sorgte dafür, dass sein Akolyt nur das Spiegelbild der Mondbande in seinen Augen sah. Denn der Weise von Weißhand hatte zu viele gekannt, die den Ruhm und den Schrecken direkt erblickt und dadurch den Verstand verloren hatten. Aber sogar das Spiegelbild der Bande in den Augen des Weisen von Weißhand war genug für den Akolyten. In seinen unzähligen Verdrehungen und Rhythmen fand man die Bastion der Existenz wie nirgendwo sonst. Sie kehrten in den Tempel zurück mit schweißverklebten Körpern und einer beständigen Süße im Mund. Der Akolyt wandte sich Jurari, dem Weisen von Weißhand, und fragte, wie es sein konnte, dass der Tanz der Schatten einen Einfluss auf die gewaltig große Bande hatte. Sie haben die gleiche Größe, antwortete Jurari. Sie haben die gleiche Größe. Das letzte Tempelrelikt. Da ist es. Aktiviert es bitte. Jetzt, fünf Kralle, wir müssen das Allerheiligste des Tempels erreichen. Mein Freund, unterhalten wir uns, bevor wir den Verräter stellen. Diese uralten Erinnerungen werden mit jedem Augenblick, der verstreicht, klarer. Wir folgen demselben Pfad, den die legendären Helden beschritten. Kunsari, Anekina, der Verräter, sie alle wandelten hier, um das Herz von Jode zu erreichen. Ja, das war eine sehr interessante Eingebung aus der Vergangenheit. Erzählt mir alles, was die eingestimmten Erinnerungen euch gezeigt haben. Ich erkenne die Wahrheit der Mythen und Legenden. Kunsari überlistete Khal Grontid, damit dieser die Macht der Drachen in Jodes Kern speicherte. Danach lockten die Helden der Krajun sie in die Kolossalen und versiegelten die Tore. Ja, genau. Dann stach der Verräter Kunsari hinterlistig von hinten nieder. Ja, er ermordete Kunsari und kam dann in diesen Tempel, um die Macht zu erhalten, die Monde zu bewegen und den Weg zu Jodes Kern zu öffnen. Wisst ihr, der Pfad erscheint nur am Mondtor von Anekina, wenn die Monde ausgerichtet sind, wie bei einer Mondfinsternis. Ja. Und die Mondpriester konnten damals den Verräter aufhalten. Stimmt, aber viele starben, bevor sie ihn enthaupteten. Der Verräter war der größte Krieger seiner Tage. Falls es zu einer Schlacht kommt, wird sie nicht leicht werden. Es gibt eine Apparatur im Refugium, die mit dem großen Mondtor verbunden ist. Danach suchen wir. Gut, dann machen wir es so. Ihr kümmert euch um die Apparatur und ich kümmere mich um den Verräter. Wir werden jenen Ort betreten, an dem der Verräter seine größte Niederlage erlitt.
wo er durch die Hände der verbliebenen Helden und Mondpriester starb. Wir müssen dafür sorgen, dass die Geschichte sich nicht wiederholt. Das werden wir. Habt ihr denn einen Rat für mich, für den Kampf gegen den Verräter? Der Schatten von Anekina verdunkelt sich vor Zorn, wenn ich an ihn denke. Selbst vor seinem Verrat verabscheute sie diesen Kerl. Er war stolz, eitel, ein großartiger Schwertkämpfer, aber auch aufgeblasen und überheblich. Vielleicht ist das seine Schwäche, der Stolz. Zu spät, ihr Narren! Die Mondfinsternis hat begonnen! Ich werde mir die Macht mit den Drachen teilen. Großherzig, findet ihr nicht? Hier, lasst mich einen breiten Pfad ins Reich des Vergessens öffnen. Beißt euch an diesen wunderbaren Andenken die Zähne aus, ihr Teufel! Verwirren euch meine Portale? Gut. Beißt euch an diesen wunderbaren Andenken die Zähne. Verwirren euch meine Portale? Gut. Etwas stimmt nicht. Ich kann die Mondfinsternis nicht aufhalten. Der Verräter hat etwas damit gemacht. Die Monde können mich nicht hören. Das heißt, ihr könnt die Mondfinsternis nicht aufhalten? Nein, der Verräter hat die Monde in Bewegung gesetzt und sie hören nicht mehr auf mein Lied. Es gibt nichts, was die Drachen noch davon abhalten würde, durch das Mondtor von Anekina zu Jodes Kern zu gelangen. Dann ist also Elsweyr dem Untergang geweiht? Wir können nichts mehr tun? Noch nicht. Diese Apparatur bewegt die Monde. Aber das Mondtor von Anekina erschafft das Portal zu Jodes Kern. Zum Glück habe ich einige Truppen dorthin verlegt, damit sie es vor den Drachen beschützen. Ich werde zu ihnen stoßen. Doch erst, so sagen es mir die Erinnerungen, muss ich noch eine andere Aufgabe hier übernehmen. Ja, wirklich? Was müssen wir tun? Anekinas Erinnerungen zeigen mir, wie sie einst das Drachenhorn einsetzte. Das Kampfdrachenhorn, das ihr mir gegeben habt, muss aufgeladen werden, damit seine Macht wiederhergestellt wird. Aktiviert das Tempelrelikt in der Nähe und ich werde das Drachenhorn aufladen. Und ich werde das Tempelrelikt aktivieren. Kunsari, Anekina, Katwell, Jone und Jode, sie alle im Drachenhorn. Ein Bad im Plasma von Kalthafen und schon ist man wieder so jung wie der alte Abend. Na, wo steckt mein böses Selbst? Sir Katwell. Wo ist der Unhold? Lasst mich an ihn heran. Ich kehrte so schnell ich konnte zurück, um euch zu helfen und dem Verräter eine ordentliche Abreibung zu verpassen.
Katwell, oh, wie schön, dass ihr wieder da seid. Ha, da kommt ihr leider zu spät. Der Verräter ist schon tot. Doch was ist mit euch? Ich fühle mich tipptopp, muss ich sagen. Ich dachte, es läge an der bequemen Enge meines geliebten Kalthafens. Doch ich schätze, es hat wohl doch mehr mit der Vernichtung meiner anderen Hälfte zu tun. Nun, das war eine schöne Schau. Die Welt ist gerettet. Nein, noch nicht. Die Welt ist noch nicht gerettet. Der Verräter hat die Monde in Bewegung gesetzt. Wenn sie sich ausrichten, können die Drachen den Kern erreichen. Das klingt gar nicht gut. Lasst mich nachdenken. Wenn ich mich konzentriere, kann ich mir ins Gedächtnis rufen, was meinem verabscheuungswürdigen anderen Ich durch den Kopf ging. Er wollte sicher gehen, dass niemand den Pfad daran hindern kann, sich zu öffnen. Das hatte er den Drachen versprochen. Katwell, es muss einen Weg geben, die Mondfinsternis aufzuhalten. Ich fürchte nicht. Zumindest nicht von hier aus. Er hat irgendetwas mit dem Apparat angestellt. Er lässt sich nicht nochmal benutzen. Kamira könnte womöglich in der Lage sein, die Monde zu trennen. Doch das wird sie am Mondtor tun müssen. Sie wirkt aber auch ein bisschen kränklich, oder nicht? Oh ja, stimmt. Ihr habt recht. Wir müssen sie zurück nach Krempen bringen. Ich bin wohlauf. Katwell, können wir euer Portal nutzen, um nach Krempen zurückzukehren? Natürlich, Kamira. Alles ist bereit. Die Mondfinsternis naht und mit ihr das Öffnen des Mondtors von Anekina. Wir haben nur noch wenig Zeit, bevor der Weg zu Jodis Kern erscheint. Wenigstens bin ich eingestimmt und ich konnte das Drachenhorn aufladen. Das ist ja schon mal was. Aber Kamira, was machen wir jetzt? Garesh Ri ist bereits zum Mondtor von Anekina aufgebrochen, um dort die Truppen zu führen. Wir schließen uns ihm bald an. Vielen Dank für die Hilfe bei meiner Einstimmung, Fünfkralle. Mit euch und meinen Ahnen an meiner Seite werden wir einen Weg finden, um die Drachen aufzuhalten. Wir haben den Verräter aufgehalten, aber nicht bevor er die Monde in Bewegung setzte. Bald werden sie sich ausrichten.